Hinter mir seht ihr Ocho Rios und wie es zurzeit hier während der Pandemie in Ocho Rios aussieht, das seht ihr in diesem Video. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und wir haben jetzt genau ein Jahr, nachdem hier in Jamaika die Grenzen zugegangen sind, am 15. März 2020. Jetzt haben wir März 2021 und heute zeige ich euch mal in diesem Video, wie hier Ocho Rios ein Jahr später aussieht. Das hier ist das Rio Ocho Rios, eine der wenigen Rios, die hier noch offen haben in Negril. Die sind beide geschlossen. Jetzt stehe ich hier auf dem Parkplatz von den Dance River Falls. Das hier sind die Tourfahrzeuge. Es sind schon ein paar. Auf jeden Fall mehr als bei unserem letzten Besuch hier vor einem Vierteljahr ungefähr. Und hier sind die Privatfahrzeuge an der Seite. Sind also auch einige. Nichts im Vergleich zu noch vor einem guten Jahr, aber immerhin. Hier ist die Dolphin Cove. Sieht man. Hier ist der Reynolds Pier. Wird Kalkstein exportiert. Hier fand auch eine Szene aus dem James Bond Film statt, Dr. No. Der Kreuzfahrtpier, wo jetzt um diese Zeit normalerweise mindestens ein Schiff liegen würde. Hier sind wir jetzt am Yachthafen von Ocho Rios. Hier gegenüber ist der Turtle Beach in Ocho Rios. Der ist derzeit geschlossen, wie so die meisten Strände hier auf der Insel, durch die Pandemie bedingt, Corona-Vorschriften. Da stehen wir also vor verschlossenen Toren am Turtle Beach. Sie waren mal drauf vorbereitet hier, Social Distancing, aber zurzeit, wie gesagt, hier alles zu. Das ist hier ganz neu, der Starbucks in Ocho Rios. Wir sind jetzt hier im Island Village. Direkt am Pier, da drüben, würden jetzt normalerweise die Kreuzfahrtschiffe liegen. Der Pier und hier der zweite. Ein paar Geschäfte sind hier offen im Island Village. Aber viele wie hier sind eben auch zu. Es lohnt sich einfach nicht, wenn keine Touristen da sind. Manche Geschäfte haben sich auch gar nicht halten können. Hier ist alles leer drin. Leider. Wo auf jeden Fall was los sein wird, ist im Margaritaville. Gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das ist hier der Strand am Margaritaville in Ocho Rios und man sieht, ein paar Leute sind hier, da oben. Keiner trägt Maske. Da ist der Pool. Da haben auch ein paar Restaurants offen. Da sieht alles ziemlich leer aus. Wir haben ja auch ein Kino. Das ist genauso geschlossen. Inselweite Kinos wie auch die Strände. Da sind wir in Ocho Rios.
8 Flüsse. Spanisch, die gibt es hier aber nicht. Das ist hier das Taj Mahal Einkaufszentrum. Duty-Free-Geschäfte, Souvenirgeschäfte. Da sind sehr viele offen, sind auch gut besucht. Allgemein finde ich die Stadt ziemlich ruhig heute, denn wir haben Freitagnachmittag, wo normalerweise hier die ganze Stadt verstopft ist mit Verkehr. Da drüben stehen sie an der Bank an, denn es ist Freitag. Freitag ist Zahltag, Friday is Payday. Da gibt es Gehalt. Sind wir hier am Ocho Rios Craft Market. Da sind eigentlich alle Händler da. How is the business? How is business? How is the business treating you? Oh, it's pretty slow. I can imagine. But you still here, keep it up. Yeah, we have to do that. Every micke make a macke. Yeah. Alright. Alright. Cross the fingers for you. Da gibt es Gemälde. Da drüben ist das Moon Palace Hotel, das ist mexikanisch. Jetzt sind wir hier mitten im Zentrum von Ocho Rios. Das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, um einiges belebter. Now they're open, 16 shops. They also have the lawyer's office, doctor's office. Hier steppt der Bär von Ocho Rios. Water shop. Genau, genau. That's right, that's double B. All in one discount store. You can go in and get your tablets. Das ist der Pineapple Craft Market. Hier ist aber alles zu. Hier sind wir am Reggae Pot Restaurant, vegetarisch. Wir gucken mal rein, was sie heute haben. Bulgur-Reis und Linsen, ne? Linte? Stew? Stew, ja. Hier nochmal Ocho Rios von oben. Einige von euch kennen den Blick mit ihrem Schiff aber im Bild. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Zurzeit kommen hier keine Schiffe. Jetzt kennt ihr hier schon Ocho Rios und auch Negril während der Pandemie. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von Jamaika, dann könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Auf dem roten Abonnieren-Knopf. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Ricarda.